اللهم صل على محمد وآله. Jetzt aber auch Tahrif, was durch Fehler entstanden sind. Tahrif, was durch Fehler entstanden sind, finden wir in Tabari in seinem Tafsir Band 18, Seite 126 oder 36, mit einem Sanad, der sahih ist. Ein Sanad, der sahih ist. Und Ibn Hajar hat das bezeugt, dass das sahih ist. Also Ibn Hajar al-Asqalani, derjenige, der das hier, der Sahih Bukhari erklärt hat, in Fath al-Bari. An Ikrimata, an Ikrima, an Ibn Abbas, annahu kana yaqra'uha ay ayat, afalam yay'as alladhina amanu, afalam yatabayyan lilladhina amanu, qala Ibn Abbas, كتب الكاتب الأخرى وهو ناعس. هي schöne Überraschung für dich, Bruder Dr. Abu Bakr. Ich weiß nicht, wie du das erklären möchtest jetzt. Hier ist eine Bestätigung durch die Überlieferer, durch die Sahabe, durch die Schrift, sagen wir, von al-Tabari, durch die Schriften von al-Asqalani, über Akrama, dass hier erzählt wird, dass da ein Wort falsch geschrieben wurde, weil der Schreiber müde war. Müde war. Das ist kein Nasch. Das ist kein Nasch. Das ist ein Fehler. Er sagt einmal Lachen, das heißt Khata, Fehler, und einmal sagt, dass er sich verschrieben hat, weil er müde war. Jetzt komm nicht an und sag mal, wie dir mit der Ziege, erzählst du mir, dass Allah subhanahu wa ta'ala macht Nasch durch eine Ziege nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Ich denke, heute habe ich eure Religion vervollständigt. Warum soll Nasch stattfinden, nachdem Rasulullah s.a.w. stirbt? Und das soll passieren durch eine Ziege. Und das soll passieren bei al-Mu'minin Aisha. Ihr beleidigt al-Mu'minin. Ihr seid gegen al-Sahaba. Ihr seid gegen al-Bayt, a.s. Ihr seid gegen die Frauen des Propheten. Durch eure Überlieferungen macht ihr die Türen auf, sodass die Schiiten diese Menschen beleidigen. Durch die Erklärung von diesen Sachen fühlt ihr euch beleidigt, dass wir angeblich diese Menschen beleidigen. Nein, wir lesen nur vor, was ihr in euren Büchern habt. Und das ist die Katastrophe. Das, was ihr in euren Büchern habt. Wurde falsch geschrieben, weil der Schreiber müde war, sagt Ibn Abbas. Ibn Abbas sagt dieses Wort, أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا. Ne? Sollte normalerweise das sein. أَفَلَمْ يَتَبَيَّنِ الَّذِينَ آمَنُوا. Was sagt? Das ist noch schlimmer. Das heißt, was in dem Koran steht heute, أَفَلَمْ يَيْأَسْ, sollte nicht أَفَلَمْ يَيْأَسْ stehen, sollte أَفَلَمْ يَتَبَيَّن stehen. Aber warum steht nicht Afalam yatabayyan? Weil der Schreiber von diesem Koran, was wir in der Hand haben, von diesem Mishaf, was wir in der Hand haben, war er müde. Deswegen hat er geschrieben, Afalam yay'as. Hätte er normalerweise Afalam yatabayyan schreiben müssen. Das ist eine reine Verfälschung. Eine versehentliche Verfälschung. Und wenn ich an diese Ahadith glaube, und wenn ich Ibn Hajar folge, und Hajar ist einer von deinen Ulama, der viel, 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 viel höher gestuft ist als Imam Khomeini bei euch, der bestätigt, dass dieser Hadith sahih ist, er wirft Ibn Abbas vor, das ist eine Beleidigung, Ibn Abbas vor, dass er sowas behauptet hätte, dass ein Sahabe, weil er müde war, aus Versehen hat er einem Wort verwechselt. Einem Wort vertauscht. Also statt Afalam yay'as hat er Afalam yatabayyan. Oder Afalam yatabayyan hat er Afalam yay'as geschrieben. Das heißt, dieses Buch laut dieser Überlieferung bei euch, dieses Buch laut dieser Überlieferung bei euch, falsch. Das heißt, ihr habt einen falschen Koran. Und das, was wir nicht glauben.